Traurige Nachricht von Goodbye Deutschland-Star Tommy Mermi Schmelz. Bei dem TV-Auswanderer wurde ein Tumor gefunden, wie er in einem Video von Goodbye Deutschland bei Instagram bekannt gibt. Tommy hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und musste ins Krankenhaus. Dort wurde der Tumor an seiner Niere entdeckt, erzählt er. Ein Schock für das sonst so fröhliche und lebenslustige Paar. Leider nicht so gute Nachrichten für uns, erklärt Tommys Frau Katrin im emotionalen Video bei Instagram und ist den Tränen nah. Bisher ist allerdings noch unklar, ob der Tumor bösartig ist oder sogar gestreut hat. Das muss nun durch Untersuchungen beim Spezialisten herausgefunden werden. Trotz des Schocks geben sich die Wahlmajorkiner stark und halten zusammen. Wir schaffen das schon, sind sich die beiden sicher und beenden mit dieser Zuversicht ihr Video. Wir wünschen Tommy nur das Beste.